Hallo zusammen, da sind wir wieder. Es geht weiter mit Dragon Age Origins. So, okay, ich wollte jetzt erst noch mal ins Lager zurück. Und Da wir nun zurück im Lager sind, würde ich gerne über die heutigen Geschehnisse reden. In Redcliff. was soll das denn für ein Ton sein, junger Mann? Ihr wart dabei und habt gesehen, was passiert ist. Ich möchte das jetzt nicht besprechen. Das Ergebnis war doch recht erfreulich, findet ihr nicht? Was habt ihr auf dem Herzen? Was hast du denn? Ich wollte euch nur danken. Ihr habt alles getan, um die Familie des Aals zu retten. Und das mit Erfolg, obgleich ihr es euch leichter hättet machen können. Es gab so viel Tod und Zerstörung, dass es mich froh stimmt, dass wir wenigstens etwas retten konnten, wie unbedeutend es auch sein mag. Das war ich dem Aal schuldig. Och, na, das freut mich, wenn dich das freut. wenn wir die Verderbnis aufhalten können, retten wir noch viel mehr. Ihr habt mich angehalten, um mir das zu sagen? Ich habe es nicht getan, um euch vorzustimmen. Gern geschehen. Naja, wir haben da noch größere Pläne, ne? Ihr habt recht. Hoffentlich ist dann noch genug von Ferelden übrig, das sich zu retten lohnt. Bestimmt. Gut, nachdem wir den sentimentalen Teil hinter uns haben, können wir nun zur rituellen Verstümmelung zurückkehren. Oh, Moment. Heute ist gar nicht Dienstag, oder? So. Experimente mit Mods habe ich jetzt wieder aus. Ich wollte mir ein paar Rüstungen angucken. Hab dann vorhin gesehen, die kann ich alle noch gar nicht anziehen. Darum werde ich das nochmal verschieben. Und ich weiß gar nicht, der gehört dann nicht dazu. Aber der Krempel hier. Tschum, tschum, tschum. Das nehme ich dann mal unter die Lupe. Bei Gelegenheit. Da muss ich erst mächtiger für werden. Und man will es ja auch nicht verfälschen, ne? Kann ich hiervon noch was? Die Handschuhe kann ich verwenden. Ist ja schon mal schön. Dann, Liliana, du nimmst mal den Bogen hier. Der sieht auch nett aus. Dann, das heben wir uns mal auf. Das heben wir uns auch auf. Du hast schon ein Amulett, passt. Morrigan, buff. Für dich hatte ich nichts. Liebelein, was hast du eigentlich gerade für ein Schwert? 48, alles klar. Ist dasselbe in grün, oder? Macht sogar weniger Schaden, okay. Und was hast du gerade für Handschuhe? Okidoki, dann kriegst du meine alten. Hey, passt. Schön zusammen. Und dann kriegst du den neuen Schild. Schön. Schön habe ich auch nichts. Palu. Stan könnte ich mal ein bisschen was anziehen hier. Ich glaube nicht, dass ich ihn mitnehmen werde, aber. Mai. Was ich nicht im Inventar habe, soll mir nur recht sein. Sonst. Eine Rüstung, klingt doch gut. Okay. Kann ich euch wirklich nicht für diesen Hut begeistern? Wie wäre es mit ein paar Ohrringen? Oder einem Käsemesser? Oh meine Güte, ein Käsemesser. Nein, Ich bin mir gerade nicht. sicher, ihr findet. Bin ich mir auch. Im Moment möchte ich vor allem ein bisschen Zeug loswerden. Die Bolzen kann ich auch nicht gebrauchen. Behalte ich den nochmal zur Sicherheit? Die wollte ich auf jeden Fall behalten. Das kann ich verkaufen. Ach ja, richtig. Der Mabari. Wo bist du, Balu? Was hast du eigentlich gerade? Ach. Klick, klick, klick. Guck mal, kriegst ein neues Halsband. Und eine neue Kadis. Kann ich euch wirklich nicht für diesen Nein, Hut kannst du begeistern? nicht. Ich bin jetzt. Okay, dann können wir nämlich das auf jeden Fall auch verkaufen.
Und da haben wir noch Sachen zu verschenken. Das wollte ich nochmal behalten für den Fall der Fälle. Okay. Hi, Miss. So. Wunderbra. So muss man ein bisschen unterhalten. Wenn wir gerade da sind, wenn Alice es schon anfängt. Vielleicht hat Bün ja noch was erzählen. Sagt mir, wie seid ihr eigentlich ein grauer Wächter geworden? Das ist eine gute Frage. Die Kurzfassung. Ich habe Duncan getroffen, er mochte mich. Al-Hau hat meine Familie getötet. Duncan half mir bei der Flucht. Das möchte ich nicht erzählen. Nein, mit Vin sind wir ehrlich. Al Randon Howe? Der Al von Amaranthine? Eben jener. Warum sollte er euch so etwas antun? Tja, das wüsste ich auch gern. Wer weiß, er war immer ein Freund von uns Kuslands gewesen. Ich bin die Tochter von Bryce Kusland, Tern von High Ever. Aus Neid. Er wollte High Ever, das Turnier meines Vaters. Den Satz hier verstehe ich nicht ganz auf die Fragen, aber... Das da. Ihr seid die Letzte der Kuslands? Das wusste ich nicht, Herren. Lasst! Ich bin jetzt nur ein grauer Wächter. Oh, wie dramatisch. Hau wird dafür bezahlen, was er mir angetan hat. Ich hielt meine Familie und meinen Namen immer für selbstverständlich. Ein Kusland und jetzt ein Niemand. Nein, lass, ich bin jetzt einfach nur noch grauer Wächter. Ja, vermutlich. Euren Titel könnt ihr nicht mehr führen. Aber dennoch solltet ihr nicht vergessen, woher ihr kommt. Habe ich nicht vor. Fasst Mut. Ihr habt überlebt, obwohl das nicht zu erwarten war. Wir wissen nicht, was euch und eurem Namen noch bevorsteht. Tja. Das hast du jetzt gut gesagt. Es ist doch nicht so schlimm, ein grauer Wächter zu sein, oder? Ich würde es aufgeben, wenn ich da meine Familie wiedersehen könnte. Ich wünschte nur, mein Haus wäre nicht gefallen. Ich werde meine Pflicht erfüllen, aber Haustat wird nicht vergessen. Ich hoffe nur, dass ich die Stärke auch wirklich habe, die Duncan in mir gesehen hat. Ich bin's zufrieden, solange ich meinen Stahl im Kampf führen kann. Ich werde da jetzt ein bisschen persönlich, aber ich würde es aufgeben, wenn ich dann meine Familie wiedersehen mich könnte. Mich beruhigt es manchmal, wenn ich mir vorstelle, dass sich am Ende alles so entwickelt, wie es sein soll. Dass alles gut wird. Ihr wurdet auserwählt. Ihr habt den Beitritt überlebt, andere nicht. Vielleicht sollte es so kommen. Na, vielleicht. Wenn... Eine Frage. Was bedeutet es für euch, ein grauer Wächter zu sein? Tja, dass ich auserwählt wurde, um etwas Bedeutendes zu verbringen. Ruhm und Ehre auf dem Schlachtfeld. Es geht wohl darum, so viel dunkle Brut wie möglich zu töten. Es bedeutet, dass jeder mir Respekt zollen muss. Ich weiß nicht, muss es denn etwas bedeuten? Ich wollte nur wissen, worum es eurer Meinung nach geht, wenn man ein grauer Wächter ist. Letztlich geht es bei einem grauen Wächter doch darum, anderen zu dienen. Allen zu dienen, ob nun Elfen, Zwergen oder Menschen. Das mag sein, ja. Aber die grauen Wächter verneigen sich von niemandem. Das verstehe ich nicht. Wenn ich beschütze, diene ich also? Ich diene niemandem, vergesst das niemals. Wenn ich beschütze, diene ich? Als grauer Wächter seid ihr für alle Wesen verantwortlich, weil der Umstand, dass sie weiterleben, wichtiger ist als eure eigene Existenz. Und daher seid ihr es, die dient, nicht sie. Ich werde es mir merken. Das klingt irgendwie einleuchtend. Mir wäre es lieber, wenn man mir dient. Das klingt einleuchtend. Ein guter König, ein wahrer König, dem etwas an seinem Land liegt, herrscht streng, aber gerecht. Er dient in erster Linie seinem Volk. Ein König, der das nicht tut, weil er glaubt, seine Macht stünde ihm zu und der sie für eigene Interessen missbraucht, ist ein Tyrann. Macht legt einem also Beschränkungen auf. Viele Könige sind Tyrannen. Ich will keine Macht, das wollte ich nie. Wenn ich stark genug bin, um die Macht zu ergreifen, dann verdiene ich sie auch. Wer losgelöst von anderen lebt und handelt, kann natürlich tun, was er will. Aber mit Macht, Einfluss und Stärke wird jede eurer Handlungen ein Wassertropfen, der auf einen ruhigen, stillen Teich fällt.
Der Tropfen löst Wellen aus, die sich ausbreiten. Wie weit werden sie kommen? Wie groß werden sie dabei? Wie beeinflussen sie den Teich? Aber genug geschulmeistert für heute. Ich sollte aufhören, solange ihr mir noch zuhört. Dafür gibt's jetzt ein Geschenk. Ich glaube nämlich, ich weiß zumindest eins, dass sie nicht komplett blöd findet. Und zwar... das Weinchen. Bitteschön. Ein großzügiges Geschenk. Ich danke euch vielmals. Gern. Morrigan, ich schenke dir mal das hier. Was? Ihr habt das Zauberbuch von Flemeth gefunden? Seit wir wissen, in welchem Zustand der Turm der Magier ist, habe ich mich stets gefragt, ob es sich wieder beschaffen lässt. Aber euch nie darauf angesprochen. Was für ein Glück, dass ihr es selbst gefunden habt. Ich danke euch sehr und werde umgehend mit dem Studium des Buches beginnen. Gern geschehen. Was hofft ihr daran zu finden? Werdet ihr es eurer Mutter zurückgeben? Gern geschehen. Ich lasse die Gelegenheit nicht verstreichen, mehr zu erfahren, als Flemeth mir mitteilen wollte. Das wird sicher interessant. Indeed. Oh, bisschen Boden gut gemacht bei Morrigan. Auch schön. Habe ich noch was für die Liliana eigentlich? Nope. Das ist auch für Vin. Das ist für das Stillleben. Bilder sind doch für Stan. Stillleben, ja. Bilder sind... und diese Statuetten sind... ach, dieses Amulett der Kirche, da bin ich mir gerade unsicher. Aber ich glaube Liliana, ne? Ich gebe sie jetzt mal. Bitteschön. Das ist einfach wundervoll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gern geschehen. Und dir gebe ich dann auch mal gleich das. Wie unerwartet. Hab Dank. So bin ich. Ja. Brrrt. Wenn ich gerade dabei bin. Braucht ihr etwas von mir? Warum wolltet ihr nicht im Turm bleiben? Der Zirkel ist in guten Händen. Irving weiß, was zu tun ist. Ich wäre ihm nur im Weg. Ich unterstütze lieber den Kampf gegen die dunkle Brut. Ich konnte meine Aufgabe bei Ostergar nicht erfüllen. Es bleibt noch viel zu tun und ich möchte ein Teil davon sein. Ich verstehe. Aber ihr habt die Kinder verlassen. Ich bin dankbar für eure Gesellschaft. Tut einfach, was ich sage. Ich bin hier der graue Wächter. Ich bin dankbar. Die grauen Wächter, alle beide, brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Ich werde bis zum bitteren Ende meinen Teil dazu beitragen. Sollte ich noch stehen, werde ich zum Zirkel zurückkehren. Okay. Ihr werdet sicher zurückkehren können, wenn ihr das wollt. Ich wollte nur sicherstellen, dass ihr das auch wirklich wollt. Wir kommen gut miteinander aus, solange ihr mitzieht. Ihr werdet sicher zurückkehren. Vielleicht. Braucht ihr etwas von mir? Da war noch eins. Ich möchte euch etwas über den Zirkel fragen. Ich werde antworten, so gut ich kann. Wie wurdet ihr eine Magierin? Man wird nicht zum Magier, sondern kommt so zur Welt. Irgendwann später tritt die Begabung dann zutage. Ihr wollt vermutlich wissen, wie ich zum Zirkel kam. Die Templer haben mich hingebracht, so wie viele andere Schüler. Ich kann mich kaum noch erinnern. Ich war damals sehr jung. Und eure Familie? Woher wussten sie, dass ihr eine Magierin wart? Das muss viele Jahre her sein. Und eure Familie? Ich hatte keine Familie. Meine wirklichen Eltern habe ich nie kennengelernt. In meiner frühesten Erinnerung liege ich in einem Heuschober und versuche, mich warm zu halten. Ein Bauer fand mich und seine Frau schickte mich nicht weg. Aber die beiden hatten selbst Kinder und ich war dort nie wirklich willkommen. Am schlimmsten war der älteste Sohn. Er nannte mich immer Streunerin und warf mit allem nach mir, was er in die Hände bekam. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber eines Tages standen plötzlich seine Haare in Flammen. Glücklicherweise war ein Wassertrog ganz in der Nähe. Geschah ihm recht. Wurde er ernsthaft verletzt? Er hat Glück gehabt. Ich hätte ihm viel übler mitgespielt. Wurde er denn verletzt? Haare und Brauen waren angesenkt, aber verletzt war eigentlich nur sein Stolz.
Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihm wirklich etwas passiert wäre. Glücklicherweise musste ich nur ein paar Nächte in der kalten Scheune ertragen, mit einer Schale Wasser und einem Krumen hartem Brot. Einige Tage später kamen die Templer. Was geschah, als ihr beim Turm angekommen wart? Das muss für ein Kind schrecklich sein. Waren die Templer schlecht zu euch? Das muss für ein Kind schrecklich sein. In der Scheune war ich sicher vor den Dorfkindern und den Steinen, die sie geworfen hätten. Ich hatte zwar Angst, aber es hätte noch viel schlimmer sein können. Auch wieder wahr. Ich vergesse nie den Moment, als die Templer mich in die Eingangshalle des Turmes führten. So etwas Gewaltiges hatte ich noch nie gesehen. Plötzlich hatte ich keine Angst mehr. Ich wusste, nun war ich zu Hause. Das ist eine beeindruckende Geschichte. Werdet jetzt bloß nicht rührselig. Ihr konntet ja nicht wissen, dass es nur ein getarntes Gefängnis war. Eine beeindruckende Geschichte. Mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. So kam ich zum Zirkel. Wie war das Leben im Turm? Zu behaupten, es war leicht, wäre eine Lüge. Es gab viele Regeln und wir wurden ständig beobachtet, um festzustellen, ob wir sie auch alle befolgten. Dann war da das Studium der Magie. Wir mussten jeden Zauber üben, bis wir seine Auswirkungen vollständig unter Kontrolle hatten. Ein einziges Wort falsch ausgesprochen. Eine Geste nicht ganz korrekt und die Konzentration war dahin. Und ohne Konzentration ist Magie eine höchst gefährliche Angelegenheit. Jo. Wenigstens habt ihr im Zirkel auch die Gefahren der Magie erfahren. Das klingt ja schrecklich. Inwiefern gefährlich? So. Ohne den Zirkel und meine Mentoren wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt stehe. Das Leben im Zirkel war auch beileibe nicht freudlos. Die Kameradschaft, das Gefühl, in seinem Bestreben nicht allein zu sein. Trotz allem war ich glücklich im Turm und ich liebte das Leben dort. Gut, im Moment möchte ich sonst nichts mit euch besprechen. Schön. Liliana, hast du noch was zu erzählen nach dem Amulett? Kann ich euch irgendwie helfen? Ah, wir werden freundlich. Ich möchte mit euch über etwas reden. Ich finde, ihr sagt, okay, ich möchte mit euch über was reden. Was habt ihr auf dem Herzen? Warum habt ihr euch entschlossen, nach Ferelden zurückzukehren? Meine Mutter stammte aus Denerim und ich betrachte Ferelden als Heimat. Mutter diente einer Adligen aus Orlais, die während der Besatzung hier lebte. Als Orlais besiegt war und das gemeine Volk jeden Orlesianer verachtete, kehrte die Dame nach Orlais zurück und nahm meine Mutter mit. Ich wurde in Orlais geboren und kam erst viel später nach Ferelden. Mutter hat immer Geschichten von ihrem Heimatland erzählt. Sie hat es wohl sehr vermisst. Was ist mit eurer Mutter geschehen? Warum hat sie Ferelden verlassen? War sie in Orlais nicht glücklich? Was ist denn geschehen? Sie starb, als ich noch ganz klein war. Ich durfte bei Lady Cecily bleiben. Ich hatte sonst niemanden. Sie war schon recht betagt und ließ mich in Musik und Tanz ausbilden, um sie zu unterhalten. Es ist ungerecht, dass ich mehr Erinnerungen an Lady Cecily habe als an meine Mutter. Wisst ihr gar nichts mehr von eurer Mutter? Ihr wart jung, das ist nur zu verständlich. Wie war Cecily? Zu schade, und jetzt ist sie tot. Wisst ihr gar nichts mehr? Das Einzige, woran ich mich deutlich erinnere, ist Mutters Geruch. Sie hatte immer getrocknete Blumen im Schrank bei ihrer Kleidung. Kleine weiße Wildblumen aus Ferelden, mit einem süßlichen Duft. Mutter nannte sie Andrastes Segen. Sie waren sehr selten in Orlais. Doch genug davon. Lasst uns weitergehen. Kann ich euch irgendwie helfen? Weiß ich noch nicht. Möchte noch mal mit dir reden? Was habt ihr auf dem Herzen? Vermisst ihr Orlais? Ich vermisse Val-Royaux. Andere Städte beziehen ihr Leben und ihren Charakter durch die Einwohner, aber Val-Royaux war selbst eine Person, ihre Bevölkerung kaum mehr als Dekoration. Es gab immer Musik in Val-Royaux. Sie drang aus den vielen Fenstern. Stille Waisen neben Triumphgesängen. Und über all dem schwebte stets der Gesang von der großen Kathedrale. Es war großartig. Ist das alles? Klingt wunderbar. Denerim ist genauso großartig. Ich war noch nie in Orlais. Ich war noch nie dort. Wenn ihr die Gelegenheit habt, solltet ihr zumindest Val-Royaux mal besuchen. Okay. Natürlich hat Orlais Vor- und Nachteile, wie jeder andere Ort auch. Manchmal vermisse ich es sehr. Und dann wieder bin ich froh, nicht mehr dort zu sein. Ihr werdet darüber lachen, aber ich vermisse die schönen Sachen, die ich in Orlais hatte.
Was denn für Sachen? Es muss eine große Veränderung gewesen sein, nach Lothering zu gehen. Habt ihr jetzt keine schönen Dinge mehr? Ja, was denn? Kleider. Prächtige Kleider und Pelze. Und Schuhe natürlich. Unter Adligen sind minderwertige Schuhe nämlich verpönt. Orlais ist so modebewusst. Es ist fast schon lächerlich. Ach, aber die Schuhe. Die Schuhe waren all den anderen albernen Tand wert. Was ist so besonders an Schuhen? Schuhe sind Schuhe, nur dazu da, die Füße trocken zu halten. Oh, ich liebe Schuhe. In Denimrim gibt es auch schöne Schuhe. Aber in Denimrim auch. Waren es alberne Schuhe? Komm jetzt, Mädchentalk, da freut sie sich. Als ich Orlais verließ, waren gerade Schuhe mit kleinen spitzen Absätzen und Verzierungen an der Vorderseite in Mode. Ein Schleifchen oder eine Stickerei. Natürlich in Pastellfarben. Schließlich war Frühling. Ich kann euch nicht folgen. Oh, das klingt wirklich zauberhaft. Ist es nicht schwierig, in sowas zu gehen? Waren sicher ziemlich teuer. Aber zauberhaft. Ich hatte ein paar im Auge, an dem mein Schuster gerade arbeitete. Mit blassblauer Seide überzogen und Bernsteinperlchen an der Spitze. Ich weiß, was ich dir finde. Die Schuhe in Orlais waren allerliebst. Ganz anders als die klobigen Lederstiefel mit Feldzierat hier in Ferelden. Igitt! Seht sie euch nur an. Ich weiß schon, so hässlich, überhaupt keine Form. Sie sind bequem. Wenigstens halten sie die Kälte draußen. Nein, ich weiß schon, so hässlich. Es sind robuste Schuhe. Aber manchmal möchte ein Mädchen, dass ihre Füße hübsch aussehen. Hübsch! Ach, ich könnte mich den ganzen Tag über Schuhe unterhalten. Aber auf uns wartet noch Arbeit, nicht wahr? Ja, leider. Leider ja. Kann ich euch irgendwie helfen? Weiß ich noch nicht. Was habt ihr auf dem Herzen? Komm, jetzt geben wir die Breitseite. Man munkelt, die Bänkelsänger aus Orlais waren häufig Spione. Wer sagt denn das? Ist doch egal, stimmt es oder nicht? Weiß ich nicht mehr. Jemand hat mir das mal vor langer Zeit erzählt. Ich habe es in einem Schichtbuch gelesen. Kam euch dabei nicht in den Sinn, dass es historische Fakten sein könnten, die heute nicht mehr gelten? Nicht alle Bänkelsänger sind Spione. Die meisten sind nur Sänger und Geschichtenerzähler. Mhm. Aber einige sind das, was wir Barden nennen. Und Barden sind Spione. Worin besteht der Unterschied? Ich dachte, Bänkelsänger wären Barden. Und Barden sind Spione? Barden sind Bänkelsänger und mehr. Spione, wie ihr sagt. Manche behaupten, es gäbe einen Orden der Barden. Aber das glaube ich nicht. Viele Barden arbeiten allein oder in kleinen Gruppen. Für einen Auftraggeber, der sie bezahlt. Wenn dahinter eine Organisation steckt, weiß niemand, wie sie sich zusammensetzt. Auftraggeber? Was für ein Auftraggeber? Spionieren sie für Welten aus? Stehen sie nicht unter dem Befehl der Regierung? Welche Dienstleistungen bietet ein Barde an? Stehen die denn nicht unter dem Befehl? Die Kaiserin hat ganz sicher auch Barden, aber die meisten von ihnen arbeiten eher in eigenem Interesse. In Orlais herrscht große Rivalität zwischen den Blaublütern. Sie streiten um Ländereien, Einfluss und die Gunst der Kaiserin. Aber das geschieht nicht öffentlich, weil es unhöflich wäre. Also lächeln sie stets in der Öffentlichkeit und geben sich friedlich. Insgeheim schmieden sie Intrigen, um einander zu vernichten. Es ist ein Spiel, das für alle außer den Beteiligten völlig ohne Bedeutung ist. Tja, klingt wie ein Vampire-Lab. Okay, ihr wart eine Bardin, richtig? Ihr wisst eine ganze Menge über diese Barden. Ich wusste es, ihr seid mehr als eine unschuldige Klosterschwester. Wurdet ihr geschickt, um mich auszuspionieren? Ihr wisst eine ganze Menge drüber. Das sollte ich auch. War ich doch fast mein ganzes Erwachsenenleben eine von ihnen, wie ihr sicher bereits erraten habt. Ja. Ist es wirklich wichtig, was ich einmal war? Vorbei ist vorbei. Warum lebtet ihr in Ferelden als Klosterschwester auf dem Land? Ich wäre nie weggegangen, das klingt sehr aufregend. Da habt ihr also gelernt, so zu kämpfen. Ihr solltet eure Fähigkeiten als Bardin einsetzen, um mir zu helfen. Nämlich interessiert, warum dann nach Ferelden? Ich kam nach Ferelden und landete wegen schlechten Wetters in der Kirche. Und als der Sturm vorüber war, wollte ich einfach nicht mehr gehen. Oh, ich sage gern, dass der Erbauer mich hergeführt hat. Hab keine Angst, meine Liebe. Alles gut. Sind wir jetzt durch? Kann ich euch irgendwie helfen? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Nichts, schon gut. Okay, haben wir sie auch durch. Ich traue mich gar nicht mehr mit Morgan reden. Lieber speichern.
Hier hinten im Eck. Erwarte euren Befehl. Ich möchte euch was fragen. Ihr steckt wirklich voller Fragen. Schon gut. Also da hat sie nichts zu sagen. Ich erwarte euren Befehl. Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Warum seid ihr schon hier? Noch hier? Das habe ich letztes Mal gefragt und das ging ganz fürchterlich schief. Das machen wir nicht nochmal. Hast du noch was zu sagen? Ihr seid nicht ganz so unreif, wie ich dachte. Das ist unerwartet. Danke. Danke, würde ich sagen. Unreif? Ihr habt mich für unreif gehalten? Was soll das bedeuten? Danke. Gern geschehen. Warum seid ihr nach Freldon gekommen? Ich wollte mit euch über etwas sprechen, das ihr erwähnt habt. Warum seid ihr nach Freldon? Ich wurde ausgesandt, um die Augen der Antam zu sein. Der Arishok fragte, was ist die Verderbnis? Und wegen seiner Wissbegierde bin ich jetzt hier. Müsst ihr da nicht Bericht erstatten? Was ist ein Arishok? Warum sollten sich die Kunari für die Verderbnis interessieren? Müsst ihr nicht Bericht erstatten? Doch. Warum seid ihr dann immer noch hier? Wann werdet ihr das tun? Ihr scheint euch ja wirklich ungemein darüber zu freuen. Wann hast du es vor? Nie. Ich kann nicht in meine Heimat zurück. Warum nicht? Das spielt jetzt keine Rolle. Nun gut. Wenn wir uns wieder auf den Weg machen, die dunkle Brut wartet. Gut. Sprecht. Das genügt fast. Dann schlage ich vor, dass wir weitergehen. Was habt ihr in dem Käfig gemacht? Ist das wichtig? Also gut. Ich habe mich selbst eingesperrt. Ein schwacher Geist ist ein tödlicher Feind, wie ihr bestimmt wisst. Was genau ist geschehen? Was meint ihr mit einem schwacher Geist? Wollt ihr damit sagen, dass ihr euch selbst in diesen Käfig gesteckt habt? Was ist geschehen? Ich kam mit 7 der Beresat, meinen Brüdern, in eure Länder, um Antworten auf die Verderbnis zu suchen. Wir sind ohne Zwischenfälle durch Ferelden gezogen und haben nichts von der Bedrohung gesehen, die wir beobachten sollten. Bis zu der Nacht, in der wir unser Lager außerhalb von Lothering aufgeschlagen haben. Sie kamen von überall. Aus der Erde unter uns und aus der Luft über uns. Die dunkle Brut entsprang sogar unseren eigenen Schatten. Ich habe gesehen, wie die letzte dieser Kreaturen fiel. Aber es war zu spät. Ich war besiegt. Was ist mit den anderen Kunari geschehen? Ihr wurdet von ein paar der dunklen Brut besiegt? Wie jämmerlich. Das klingt wie das, was mir in Ostagar widerfahren ist. Was ist mit den anderen Man passiert? Man hat mir gesagt, dass es keine weiteren Überlebenden gab. Ich weiß nicht, wie lange ich zwischen den Toten auf dem Schlachtfeld lag. Und auch nicht, wie die Bauern mich gefunden haben. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr bei meinen Brüdern war. Als ich erwachte. Und dass mein Schwert nicht mehr in meiner Hand lag. Ihr habt es vermutlich auf dem Schlachtfeld fallen lassen. Was habt ihr getan? Ich habe danach gesucht. Und weil ich erfolglos war, habe ich meine Retter gefragt, was damit geschehen ist. Und dann? Ich habe sie erschlagen. Mit bloßen Händen. Ja. Ich wusste, dass sie das Schwert nicht hatten. Sie hatten keinen Grund, mich anzulügen. Ich geriet in Panik und habe sie niedergestreckt, ohne nachzudenken. Ach, Stan. Es ist nur ein Gegenstand, Stan. Ihr könntet euch ein anderes Schwert besorgen. Das ist schrecklich. Ihr seid wegen eines verlorenen Schwertes in Panik geraten? Das ist doch fürchterlich. Ich weiß. Ich kann meine Taten nicht rechtfertigen. Meine Ehre ist verwirkt. Dieses Schwert wurde allein für meine Hand gefertigt. Ich habe es seit meiner Aufnahme bei den Beresat getragen und sollte es bis zu meinem Tod für mein Volk schwingen. Selbst wenn ich Ferelden und Tevinter unbewaffnet durchqueren und dem Arishok Bericht erstatten könnte, würden die Antam mich augenblicklich niederstrecken. Sie würden erkennen, dass ich ein Seelenloser bin, ein Deserteur. Kein Soldat würde sich von seiner Klinge trennen, solange er noch atmet. Könntet ihr nicht danach suchen? Solche Unfälle geschehen eben. Wenn ihr so leicht in Panik geratet, seid ihr vielleicht wirklich desertiert. Wie könnten eure Leute so etwas ernsthaft denken? Wir könnten suchen. Wenn ich wüsste, wo ich suchen muss, läge es bereits wieder in meiner Hand. Wo habt ihr gegen die dunkle Brut gekämpft?
Ist das alles? Ihr wollt also nichts weiter unternehmen? Nun, dann können wir wohl nichts tun. Wo? In der Nähe von Lothering. Da steht Kaelenhardt. Aber gut. Keine Sorge, wir werden es finden. Auch wenn diese Worte leer sein sollten, danke ich euch dafür. Meine Worte sind nie leer, Freundchen. Na, was hockst du da rum mit deinem super Elektrizitätsschwert? Okay. Dann gehen wir auf jeden Fall noch nach Denim. Würde ich mal vorschlagen. In der Tat. Ja. Ja. Da geht's zu den Elfen, zur Hütte von Flemethdorf und Redcliffe. Auf geht's! Denn es ist ja nur so, dass wir immer noch nicht fertig sind in Redcliffe. Nee. Wir müssen immer noch den Aal wieder gesund machen. Und dazu müssen wir erstmal nach Denim den. Oh, Video? Sir, ich habe Neuigkeiten. Ja. Nun, der Kampf scheint genauso abzulaufen genug. Wie ihr... Ich möchte wissen, was du erreichen willst, Vater. Sollten wir nicht gegen die dunkle Brut kämpfen, statt untereinander? Der Adel wird in seine Schranken gewiesen und dann die dunkle Brut besiegt. Das ist keine echte Verderbnis, Nora. Nur Kaelens Eitelkeit hat es dazu gemacht. Verzeihung, Sir. Aber Verderbnis oder nicht, uns fehlen die Truppen, um der dunklen Brut in Belde zu begegnen. Kaelen hat die Orlesianer um Unterstützung ersucht, oder? Niemals! Marek und ich haben diese Bastarde vertrieben. Wir werden sie nie mehr willkommen heißen. Wir brauchen Hilfe, Vater. Allein werden wir mit der Krise nicht fertig. Ferelden wird das alleine überstehen. Unter meiner Führung, Enora. Du musst mir vertrauen. Hast du Kaelen getötet? Kaelen hat seinen Tod selbst verschuldet. Deine Tochter ist ja auf den Fersen, Freundchen. Die kriegt wenigstens Shit dann hier. So. Ah ja. Ah ja. Läuft. Wir brauchen Hilfe. Sie haben den Wagen überfallen. Bitte helft uns. Okay. Kommt mit. Ich bring euch hin. Vorher nehme ich aber die Elfenwurzel mit. Ihr legt euch mit der falschen an, Freundchen. Okay, der Vogel. Schön. Der graue Wächter stirbt hier. Sagst du? Kannst froh sein, wenn ich dich am Leben lasse. Oh, wie gemein. So, jetzt wurde ich mir. Siebel. So, jetzt kriegst du einen auf die Nase. Vorsicht, Falle. Ja, nicht reintrappen, Leute. Ne? Ich hab ihn, nicht reinlaufen. Was hab ich gesagt? Liliana. Liliana, ich brauch dich. Ach, verdammt. Na gut. Die sieht ja aus wie der Liliana. Witzig. Zack. Achso.
elfische Meuchelmörder ist verwundet und bewusstlos, aber am Leben. Du kannst ihn fesseln und verhören, wenn du möchtest. Ihn jetzt erschlagen. Nein. Aufwecken und mit ihm sprechen. Oh, was? Ich... Oh. Upsala. Ich hatte gedacht, ich würde als Leiche erwachen. Oder gar nicht erwachen, was wahrscheinlicher wäre. Aber ihr habt mich noch gar nicht getötet. Ich hab da einige Fragen. Das lässt sich rasch ändern. Ich möchte euch lieber zunächst ein wenig foltern. Schweigt, ihr redet nur, wenn ihr gefragt werdet. Na, wir bleiben doch höflich miteinander. Ich habe Fragen. Ich soll also verhört werden. Exakt. Ich könnte euch einiges an Zeit ersparen. Ist das so? Mein Name ist Zephron. Zeph für meine Freunde. Ich gehöre zu den Krähen aus Antiva und mein Auftrag lautet, hier alle überlebenden grauen Wächter umzubringen. Woran ich kläglich gescheitert bin. Gut, dass du es selber erkennst. Was mich eher vorstimmt. Was sind die Krähen von Antiva? Wer hat euch angeheuert, uns zu töten? Warum erzählt ihr mir das alles? Also gut, ich bin mit der Befragung fertig. Also, was mich vorstimmt. Das ginge mir an eurer Stelle ähnlich. Die Mädels. Für mich jedoch ist es eine eher jämmerliche Empfehlung. Von der Zielperson gefangen zu werden, ist der Karriere eines aufstrebenden Meuchelmörders kaum förderlich. Tja, ihr habt mein vollstes Mitleid. Völlig zu Recht. Ich verdiene Mitleid. Ja, das ist klar. Also, was sind die Krähen? Das kann ich euch sagen. Eine Organisation von Meuchelmördern aus Antiva. Ziemlich mächtig und bekannt dafür, niemals zu versagen. Es muss jemanden einiges gekostet haben, diesen Mann zu beauftragen. Tja. Sehr richtig. Ich bin überrascht, dass ihr hier noch nichts von den Krähen gehört habt. Wo ich herkomme, sind wir regelrecht berüchtigt. Tja, an der großartigen Qualität kann's nicht liegen. Na toll. Das zeichnet euch aus Ferelden also aus. Ihr verhöhnt eure Gefangenen. Hm, wie grausam. Gleiches mit Gleichem. Also, ihr seid den ganzen Weg aus Antiva gekommen? Nicht wirklich. Ich war in der Gegend, als mir das Angebot gemacht wurde. Die Krähen kommen herum, müsst ihr wissen. Okay, wer hat euch angeheuert? Ein ziemlich schweigsamer Kerl in der Hauptstadt. Ich glaube, er hieß Loghain. Ja genau, so war's. Ihr steht Loghain also loyal gegenüber. Wann solltet ihr ihn wiedersehen? Wie viel hat man euch bezahlt? Warum erzählt ihr mir das alles? Also, wann solltet ihr ihn wiedersehen? Gar nicht. Im Erfolgsfall wäre ich nach Hause zurückgekehrt und die Krähen hätten euren Loghain informiert. Wenn er es nicht bereits gewusst hätte. Wenn ich versagt hätte, wäre ich tot. Oder sollte es zumindest sein, soweit es die Krähen betrifft. Also kein Grund für ein Treffen mit Loghain. Wenn ihr versagt hättet? Was soll ich sagen? Ich bin eben ein eingefleischter Optimist. Obgleich die Erfolgschancen derzeit recht gering anmuten, nicht wahr? Nein, das findet ihr vermutlich nicht lustig, oder? Steht Loghain also loyal gegenüber? Ich kenne eure Zwistigkeiten nicht. Das Übliche vermute ich. Ihr bedroht seine Machtposition, richtig? Davon abgesehen gibt es keine Loyalität. Ich wurde für eine Dienstleistung bezahlt. Und jetzt, da ihr dabei gescheitert seid? Das müssen Loghain und die Krähen miteinander ausmachen. Und dann die Krähen und ich. Und was ist mit mir und euch? Arbeiten wir daran nicht gerade? Na, könnte man so nennen, ja. Wie viel hat man euch bezahlt? Mir gar nichts. Aber die Krähen haben ein gutes Geschäft gemacht. Soweit ich weiß. Ich bin also arm wie eine Kirchenmaus. Für Ehrgeizige ist die Laufbahn als Krähe aus Antiva nicht sehr verlockend, muss ich zugeben. Bist du denn ehrgeizig, mein Lieber? Okay, ja genau, weshalb seid ihr da? Abgesehen von einem völligen Mangel an Ehrgeiz liegt es wohl daran, dass ich keine Wahl hatte. Die Krähen haben mich als Kind gekauft. Ein Schnäppchen, wie sie mir versichert haben. Aber lasst euch von meiner traurigen Geschichte nicht ablenken. Die Krähen sind ganz in Ordnung und sorgen für Wein, Frauen und Männer, woran einem eben gelegen ist. Aber die Kündigungsbedingungen spotten jeder Beschreibung. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, beizutreten, solltet ihr euch das zweimal überlegen. Ich verzichte dankend. Danke, ich werde euren Rat beherzigen. Warum erzählt mir das also? Ja, danke. Ihr seid doch ein kluges Mädchen und habt sicher ganz andere Möglichkeiten. Tja, warum erzählt ihr mir das alles? Warum nicht? Fürs Schweigen hat mich keiner bezahlt. Ich habe es allerdings auch nicht direkt zum Verkauf angeboten. Seid ihr nicht wenigstens eurem Arbeitgeber verpflichtet? Wurdet ihr etwa bezahlt, mir das Ohr wund zu reden? Ich habe keinen Grund, euch irgendwas zu glauben. Seid ihr nicht wenigstens... Loyalität ist ein interessantes Konzept. Wir können nach dem Verhör gerne im Detail darüber sprechen. Sicher. Ich höre, aber fasst euch kurz.
Ich bin mit meiner Befragung noch nicht fertig. Mich interessiert nichts von dem, was... Ich höre aber fast nicht mal kurz. Es ist ganz einfach. Ich habe euch nicht getötet. Damit ist mein Leben verwirkt. Ende. Wenn ihr mich nicht beseitigt, machen es die Krähen. Aber ich lebe gerne. Und ihr hättet den Krähen etwas entgegenzusetzen. Also lasst mich ab jetzt euch dienen. Wäre eure Loyalität mir gegenüber denn ähnlich tiefgreifend? Und was sollte euch daran hindern, euren Auftrag später zu vollenden? Ihr müsst mich für überaus dumm halten. Was wollt ihr dafür haben? Warum sollten mich eure Dienste interessieren? Also, na, wie sieht das aus? Ich bin von Natur aus sehr loyal. Das lässt nur dann nach, wenn jemand erwartet, dass ich wegen eines einfachen Misserfolgs gleich sterbe. Das ist doch kein Fehler, oder? Außer ihr wärt der Typ, der solche Dinge ähnlich handhabt. In diesem Fall hätte ich mir wohl gerade einen Bärendienst erwiesen. Und was sollte euch daran hindern, euren Auftrag später zu vollenden? Um ehrlich zu sein, meine Zugehörigkeit zu den Krähen war nicht gerade selbst gewählt. Sie haben mich als Kind auf dem Sklavenmarkt gekauft. Ich habe ihnen meinen Kaufpreis bestimmt 10-fach vergolten. Aber der einzige Ausweg ist jemand, mit dem sie nicht fertig werden. Selbst wenn ich euch noch töten würde, würden sie mich schon deshalb umbringen, weil ich beim ersten Versuch gescheitert bin. Da wage ich doch lieber mein Glück mit euch. Werden sie euch nicht nachstellen? Möglich wäre es. Aber ich kenne ihre Methoden und kann mich schützen. Und euch auch. Nicht, dass ihr das nötig hättet. Und falls nicht, viele Möglichkeiten habe ich ja ohnehin nicht, oder? Ihr müsst mich für überaus dumm halten. Ich halte euch für überaus schwer zu töten. Und überaus hinreißend. Natürlich seid ihr mit simpler Schmeichelei nicht zu beeindrucken. Aber Mädels. Es gibt Schlimmeres, als Super. Den Launen einer tödlichen Sexgöttin zu willen zu sein. Was wollt ihr dafür haben? Nun, mal sehen. Am Leben bleiben wäre nett. Dann könnte ich euch auch ein wenig nützlicher sein. Und falls ihr irgendwann beschließt, keine Verwendung mehr für mich zu haben, würde ich gerne einfach gehen dürfen. Bis dahin bin ich euer. Wie klingt das? Warum sollte mich eure Dienste interessieren? Warum? Weil ich viele Fähigkeiten habe. Vom Kämpfen übers Schleichen bis zum Schlossknacken. Außerdem könnte ich euch warnen, falls die Krähen von Antiva einen größeren Angriff versuchen sollten. Nach meinem Scheitern. Ich kann auch einfach nur herumstehen und gut aussehen, wenn euch das lieber ist. Oder unerwünschte Verehrer loswerden. Nein? Nein. Ich hätte gern mein Bett vorgewärmt. Bevor oder nachdem ihr mir den Dolch in den Rücken rammt. Hier. Seht ihr? Ich wusste doch, wir würden etwas finden. Nicht wahr? Und da ist sicher noch mehr. Ich könnte die ganze Nacht weitermachen. Also, was soll's sein? Ich poliere sogar Rüstungen. Ein besseres Angebot werdet ihr so schnell nicht finden. Alles klar. Was? Ihr wollt den Meuchelmörder mitnehmen? Haltet ihr das wirklich für eine gute Idee? Durchatmen, Alistair. Wenn ihr ihn töten wollt, Alistair, dann bitte. Überreden, keine Sorge, er könnte sich als nützlich erweisen. Wir nehmen ihn mit, weil ich es sage. Ende der Diskussion. Ihr seid auch hier, oder nicht? Die Verstoßenen mitzunehmen ist anscheinend meine Aufgabe. Überreden. Ist ja schon gut. Ich sehe es ja ein. Ja, dennoch, komm. Wenn uns die Verzweiflung auf der Stirn geschrieben stünde, hätte er gerade angeklopft und um Einlass gebeten. Willkommen, Zephren. Eine Krähe aus Antiva dabei zu haben, hört sich nach einem guten Plan an. Oh? Gehört ihr zu meinen künftigen Gefährten? Ich wusste gar nicht, welch Liebreiz in Abenteurerkreisen anzutreffen ist. Vielleicht auch nicht. Ich schwöre euch hiermit unbedingte Loyalität, bis es euch gefällt, mich davon zu entbinden. Ich bin euer Mann, ohne Einschränkungen. Das schwöre ich. Naja, ich werde sehen. Nein, du bist schon okay. Nein, das passt so, wie es ist. Schweiz eine Menge Mühe raus bisweilen, aber sonst. Sonst kann man über dich nicht klagen. Allen möglichen Krempel mitnehmen. Oh, Vin hat gelevelt. Kümmere ich mich sofort drum.
Sonst noch was? Nein. Komm mal her, Win. Gute Win. Was kannst du? Arcana-Schild? Bei der Heilung noch, geht noch nichts weiter. Heldenhafte Verteidigung. Geist. Zermalmendes Gefängnis. Geistschlag. Veränderung. Arbeiten wir mal da weiter. So. Ja, schön. Haben wir den Kollegen auch noch eingesackt. Dann haben wir jetzt alle bis auf den Zwerg. Da fehlt noch einer. Haben wir auch alles? Okay. Jo, mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Na, sieht doch gut aus. Perfekt. Alles klar. Der Weg durch den Brazilianwald. Drachengipfel. Küstenstriche, da geht's in die freien Marschen. Schön, dann würde ich sagen, hier wieder eine Pause. Das war, glaube ich, schon wieder etwas länger als eigentlich nötig. Einmal speichern. Speichern. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!